Königinnentag der Freie Wähler Landtagsfraktion zum zweiten Mal im frühlingshaften Franken. Am vergangenen Wochenende empfing die stellvertretende Fraktionsvorsitzende und frauenpolitische Sprecherin Gabi Schmidt rund 100 Markenbotschafterinnen zum Netzwerktreffen in Fürth und den stellvertretenden Ministerpräsidenten Hubert Aiwanger gleich mit dazu. Erst gab es einen Stadtbummel mit Moderator und Entertainer Volker Heißmann von der Fürther Freiheit rüber in dessen Komödie. Dann diskutierten Schmidt und Heißmann dort mit den Produktköniginnen über die besonderen Herausforderungen des Amtes und wie wir sie unterstützen können. Diese Fachlichkeit, die sie rüberbringen. Also natürlich hört man dieser jungen Frau, die so im Thema drin ist, um einiges lieber zu als uns Politiker und Politikerinnen, die immer reden müssen. Und ich finde es großartig, dass man auf so sympathische Weise so viel Grundwissen an die Menschen kriegt. Und ich freue mich immer, wo ich Königinnen oder Prinzessinnen treffe, auch am Weinfest. Bayerns Produkthoheiten sind kompetent, selbstbewusst und kommunikativ. Als Apfelkönigin, Holzfee oder Weinprinzessin repräsentieren sie regionale Erzeugnisse weit über die Grenzen des Freistaats hinaus und geben ihnen ein Gesicht. Aber wie verkaufen sich so hochwertige Produkte aus heimischen Gefilden in einer Zeit, in der viele Menschen jeden Euro dreimal umdrehen müssen? Weinprinzessin Letizia Stockmeier aus Oberschwarzach. Es ist viel mehr wert dran, wenn man den Winzer selber kennt. Also wenn ich zu einem Weingut fahre und dort den Wein kaufe, dann hat es eine ganz andere Wertigkeit, wie wenn ich in einen Supermarkt um die Ecke renne und mir da irgendeine Flasche hole. Weil dann fehlt auch wieder dieser persönliche Kontakt, sich beraten zu lassen. Das ist ja wie bei einem Paar Schuhe. Da muss ich ja mit jemandem sprechen, ob die passen oder passt nicht. Und die habe ich einfach nicht, wenn ich nicht zum Winzer fahre. Und dann ist auch ein teurer Preis gerechtfertigt. Und wie steht es um die heutige Rolle moderner Markenbotschafterinnen? Sind sie wieder Analog-Influencer oder läuft auch in Zukunft ohne Social Media nichts? Dazu Holzfee Nele Wiesinger. Ich führe sehr gern meinen Instagram-Account tatsächlich. Das ist mir auch inzwischen relativ wichtig. Ich möchte ihn jetzt auch dann nach dem Abitur wieder ein bisschen mehr pflegen. Aber es ist auch sehr schön, immer mit, ich sag mal, echten Leuten natürlich in Kontakt zu treten und dann da auch neue Leute kennenzulernen. Und dann natürlich dann heute auch Politiker und andere Hoheiten. Und das ist schon sehr schön. Also ich finde es auch beides sehr schön, sehr angenehm, muss ich sagen. Ja. Auch dem stellvertretenden Ministerpräsidenten und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger war die Veranstaltung ein wichtiges Anliegen. Ja, einige sagen ja, Ehrenamt ist der Kitt der Gesellschaft. Ich sage sogar, Ehrenamt ist der Baustein der Gesellschaft. Ohne Ehrenamt funktioniert nichts. Und wenn junge Leute solche positiven Werte vertreten, dass sie sich für die Gesellschaft einsetzen, dann brauchen wir uns auch als Politiker nicht drum sorgen, was sie denn aus dieser Gesellschaft machen. Das sind konstruktiv, positiv denkende Menschen. Deswegen unterstütze ich das mit vollem Herzen. Viel zu schnell waren die 4 Stunden intensiver Debatte vergangen, mit einem klaren Fazit der Gastgeberin. Ich nehme aber als Auftrag mit, dies einfach weiterzumachen. Weil hier ist in der Natur der Sache, dass die ja jährlich wechseln, dass man seine Erfahrung nicht weitergibt. Und deshalb müssen wir wirklich immer am Anfang einer Saison die neu zusammenholen. Es war super, sich endlich wieder ohne jegliche Einschränkungen persönlich austauschen zu können. Und so soll das Gipfeltreffen bayerischer Produktköniginnen unter dem Dach der Freie Wähler Landtagsfraktion auch im kommenden Jahr stattfinden. Wir freuen uns drauf und wünschen allen Produkthoheiten für dieses wichtige Ehrenamt weiterhin viel Erfolg.